Ja, vielen Dank. Peter Weniger am Tenorsaxophon. Und Jonas Burgfinkel am Schlagzeug. Und mein Name ist Martin Wind. Vielen Dank. Ja, Jazz Baltica. We're back. Ich bin dem Festival schon viele Jahre verbunden und es ist natürlich ein ganz toller Anlass, dass wir mit diesem Trio, dem Gravity Trio, hier auftreten dürfen und bringen natürlich auch gleich einen ganz besonderen Gast mit uns auf die Bühne. Im Grunde genommen ist es mein neuestes Projekt, dieses Trio, dann in Verbindung mit einem Duo, das ich schon seit mehreren Jahren mache. Und wir sind im April auf Tour gewesen, haben dieses neue Album veröffentlicht und dieser erste Titel ist auch der erste Titel auf dieser CD. Der heißt Still Friends, eigentlich der Freundschaft von Peter und mir gewidmet. Wir kennen uns seit 1988, haben uns da beim Bundesjazzorchester kennengelernt, aber im Grunde genommen passt es auch hier an diesen Ort, weil ich hier doch sehr, sehr viele Freunde habe und auch schon wieder sehr, sehr viele von denen getroffen habe, unter anderem vorm Aufzug Lars Danielsson, der dann sagte, hey man, I'm sorry, I have to go to the ferry, see ya. aber zumindest haben wir uns gesehen. Ja, ganz besonderer Ort. Wir machen weiter mit einem weiteren Stück dieser CD, auch einem sehr guten Freund gewidmet. Olf Abhold ist ein Jugendfreund aus Flensburg, der mich schon seit vielen, vielen Jahren auch als Fotograf begleitet hat, ganz viele Alben und die Covers mit mir zusammen kreiert und gestaltet. Und der hat immer auf die Musik von Cool and the Gang und Prince und so gestanden. Und als der 50 wurde, habe ich mir gedacht, jetzt schreibe ich dir mal eine Nummer, die ist ein bisschen funky. Another beer, please. We'll be right back.
Another beer, please. Ich könnte schon eins gebrauchen. Ist gut geheizt hier oben. Ja, jetzt möchte ich unseren speziellen Special Guest auf die Bühne bringen. Ich habe gerade die Geschichte im Interview erzählt, vor gerade einer Stunde oder so. Mein allererster Basslehrer, der im Orchester in Flensburg gespielt hat, hat mir als 17-Jähriger hat er mir eine Kassette gegeben, eine Duo-Aufnahme von Nils Henning Ørsted Pedersen und dem Herrn, den ich gleich auf die Bühne bitte. Und das war nicht die erste Jazz-Aufnahme, die ich wirklich bewusst gehört habe und die dann einfach pausenlos lief. Deswegen kenne ich den Klang von Philipp seit über 30 Jahren. Und genauso prägend war natürlich auch, dass ich mich mit Nils Henning gleich als ersten Jazzbassisten viel beschäftigt habe. Und als ich dann 2013 gefragt wurde, ob ich mit Philipp eine Duo-CD machen möchte, bin ich natürlich ausgeflippt und will mich an dieser Stelle nochmal bei Herrn Siegeloch von Act Records auch für diese Gelegenheit oder dieses tolle Angebot bedanken. Und seitdem spielen wir im Duo zusammen in Europa, aber auch in den USA. Und es gibt nur einen, Philipp Catherine. Wir wollen ein paar Stücke spielen von dieser Duo-CD. Zwei davon im Quartett, eins dann auch wirklich im Duo. Wir fangen an mit einer weiteren Komposition von mir, Standing at the Window Waving Goodbye.
Vielen Dank. Philipp und ich wollen jetzt ein Elton Standard spielen von dieser CD, die heißt New Folks. Und dies ist der erste Titel von dieser CD, der heißt Old Folks. Philipp ist übrigens im Oktober 80 geworden. Wird jetzt 81. You hear me? Yeah. Yeah. Well, I hear you too. That's wonderful. I'm really having a great time to play again with Martin Wind. We played a lot in duo, and it was also very, very nice. And but you see, I had to go and see some doctors sometimes, you know, because yeah. And the doctor explained to me, you know, we have the left side of a brain and the right side of a brain, upper brain. You understand? Yeah, because I did not know if these two brains existed, but they do. So I discovered that recently. And my doctor said, you know, we're going to make an IRM, what is that? That's like a scanner of a brain. And I will phone you in a week or two to tell you what I discover, new brain. And he said to me, well, listen, I have the results now, and now I'm going to forget it. Yeah, of course, I have to be consistent, you know, and he said, yeah, we discovered that on the left side of your brain, there's nothing right. And on the right side of your brain, there's nothing left. So, with these two handicaps, I hope you will be not too difficult with me. Thank you. Thank you.
Philippe Catherine. Vielen, vielen Dank. Den nächsten Titel von dieser CD wollen wir im Quartett spielen. Und zwar ist er von dem großartigen Tenorsaxophonisten Dexter Gordon. Und mit Dexter Gordon hat Philippe einmal eine Platte aufgenommen in dieser Besetzung. Und es gibt ein super Stück von Dexter Gordon, heißt Fried Bananas. Fried Bananas. Thank you.
Fried Bananas. Als nächstes spielen wir ein Stück von Peter, das auf der neuen Trio-CD ist. Und da geht es eigentlich um 8 Takte. Aber die 8 Takte haben sie in sich. Und das Stück heißt Last Call. Und das erste Mal mit Philipp Catherine an der Gitarre. Last Call. Thank you.
Peter Weniger am Tenorsaxophon. Last call. Jonas Burgwinkel am Schlagzeug. Das waren ein paar Viertelnoten. Bam, bam, bam. And our special guest, Philipp Katharin an der Gitarre. Vielen, vielen Dank. Wir spielen noch ein Stück im Trio. Das kommt aus Brasilien. Und ich bin seit über 25 Jahren an der NYU als Dozent tätig und arbeite da mit jungen Musikern aus aller Welt. Und dann kommt es immer mal wieder so zu Glücksmomenten, wo jemand was mitbringt und ich dann sage, oh, darf ich mir das mal ausborgen? Ich glaube, das passt fürs Trio. Wir wollen uns nochmal ganz, ganz riesig bedanken für die Einladung, hier wieder spielen zu dürfen. Wir sind das Gravity Trio mit Jonas Burgwinkel am Schlagzeug. Und Peter Weniger nochmal am Tenorsaxophon. Und mein Name ist vielen Dank. Martin Wind, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
Philippe, where are you coming from? Philippe Catherine. Und vielen, vielen Dank. Wir spielen noch ein Stück von der Trio-CD, die man übrigens auch im Foyer bekommt. Auch diverse Geschichten mit Philippe. Ein Stück von Johnny Mandel, der zum Beispiel Titel geschrieben hat wie A Time for Love oder Emily, auch die Titelmelodie für Suicide is Painless. Und dieses Stück heißt El Cajon. Und are you in tune? I don't know, but I'm trying. Okay, he's going to try. Okay, here we go, El Cajon.
Jonas Lundbeke, Peter Weniger und Philipp Köppner. Merci beaucoup. Das war ein schöner Anfang, oder? Ja. Jetzt ist es so, wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause, bevor es weitergeht mit Benjamin Lackner.